Ihr wollt Jira Work Management in euer Unternehmen integrieren? Dann zeigen wir euch hier die 4 Ansichten, die euer Leben einfacher machen. Fangen wir an mit der Listenansicht. In der Listenansicht habt ihr eine Übersicht über all eure Aufgaben. Das Besondere hier dran ist, dass ihr sämtliche Felder der Aufgaben mit nur einem Klick bearbeiten könnt, ohne alle Aufgaben einzeln zu öffnen. Weiter geht's mit dem Kalender. Wie der Name schon sagt, zeigt der Kalender euch die Due-Dates eurer Aufgaben an. So könnt ihr einschätzen, von wann bis wann eine Aufgabe erledigt wird und wann sie vor allem spätestens fertig sein soll. Weiter geht's mit der Timeline. Die Timeline zeigt euch eure Aufgaben in einer zeitlichen Übersicht, dem sogenannten Gantt-Diagramm, an. Hier habt ihr die Möglichkeit, die zeitliche Einordnung zu sehen, sowie die Verknüpfung der Tickets untereinander. Kommen wir abschließend noch einmal zum Kanban-Board. Das Kanban-Board ist die wohl klassische Ansicht, die man von Jira so kennt. Hier habt ihr die verschiedenen Spalten mit euren Aufgaben und diese könnt ihr per Drag-and-Drop von einem Status in den nächsten ziehen. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in die Grundansichten von Jira Work Management geben. Wenn ihr mehr erfahren wollt, kontaktiert uns doch einfach.